Bonjour à tout le monde. Vous allez visionner un match que j'ai disputé dernièrement contre l'Allemand Pierre Klassen. Pierre Klassen est actuellement le champion d'Europe en titre. Et c'est un match qui s'est déroulé dans les règles du K1, c'est-à-dire 3 fois 3 minutes. Je vous en prie, regardez. Ring 5, 1-1, round 1. Ja, Embida scheint ein wenig besser in den Kampf gefunden zu haben als Pierre Klassen. Der Trainer von Pierre Klassen, Danny Knoch, fordert schon die ganze Zeit, dass er schön beweglich auf den Beinen bleibt. Ja, was kann man zu der ersten Runde sagen? Eine Runde, die, so denke ich, klar in die rote Ecke gegangen ist. Embida war der Mann, der die besseren Treffer gesetzt hat, der aktiver war. Klassen vielleicht ein wenig zu unbeweglich. Sein Trainer Danny Knoch hat immer wieder mehr Beweglichkeit, Lockerheit bewegen, gute Beinarbeit gefordert. Aber Klassen stellt sich immer wieder fest hin und lässt die nötige Beweglichkeit bisher vermissen, um einen Mann wie Embida ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Ja, vielleicht noch ein paar kleine Infos zu Danny Knoch. Danny Knoch, ich kenne ihn schon lange, lange Jahre. Wir haben so ein paar Teile der Trainerlehrgänge zusammen besucht. Und ja, jemand, der also versucht, seine Kämpfer immer technisch relativ gut auszubilden, dem ein blinder Hau-drauf-Stil eigentlich fremd ist. Aber jetzt in der zweiten Runde muss Klassen deutlich aktiver werden, wenn er in diesem Kampf noch eine entscheidende Rolle spielen will. Schön, genau. Dann das Bein, immer das Bein zum Abschluss. Sperr seinen Fuß, du stehst außen. Komm, komm. Jawohl. Und nochmal. Nicht fest. Kombination hier, nicht fest.
Kombi. Kombi 1 oder Kombi 2? Das ist ein Showmaker, Mann. Lass dich beeindrucken. Jawohl, schön. Druck. Ja, schönes Knie, geht doch. Das war weg, das tat weh. Nochmal. Komm ran, da musst du besser stehen. Aufs Bein, er steht ganz breit. Hier nicht warten, du wartest. Jawohl, und dann der Kick wieder. Nochmal, hinterher, bring ihn ans Seil. Oh, schön. Der linke Kick, der ist fest. Und ran. Die Rechte nicht drücken. Ja, konzentrier dich mal. Konzentrier dich. Oh, Klaas muss harte Treffer nehmen. Bewegung! Ja, zu Beginn der Runde schien es, dass Klaasen besser ins Spiel kommt, dass Klaasen besser in den Kampf hineinfindet, aber dann musste er wirklich harte Treffer nehmen, aber er zeigt Härte. Ja, auch diese Runde dürfte klar an die rote Ecke an ihm wieder den Kämpfer aus der Schweiz gegangen sein. Ja, Klaasen schafft es nicht wirklich, ihn wieder mit seinen Techniken zu beeindrucken. Und ich lege mich jetzt mal fest, er hat eigentlich nur noch die Chance, durch K.O. zu gewinnen. Wieder vor den Applaus des Publikums. Ja, schauen wir mal, ob Klaas es noch schafft, den Kampf zu drehen. Komm. Gleich unter Druck setzen. Gleich unter Druck setzen. Bring ihn ans Seil. Da kann er sich nicht bewegen. Und das Knie stellen. Schneller, nicht voll. Bewegung, nicht warten. Nicht warten, Claire. Ja, zwar schnelle Techniken von Klaasen, aber letztendlich ohne wirklichen Pfeffer. Nein, Kick, ran, er ist schön am Seil. Und jetzt ran! Er kickt hier!
Hier, Endspurt. Die Hälfte ist rum. Endspurt. Jawohl, Kick-Abschluss. Die Rechte danach. Kick. Das geht immer wieder auf den Hinterkopf. Komm. Ja, jetzt hol den Kopf. Komm, auf. Druck, Druck, Druck. Schön geblockt. Links rum raus! Letzte Minute läuft! Vorwärts, vorwärts, nicht zurück, lass ihn ruhig reinkommen! Ja, Klaasen macht den Eindruck, als wenn ihm jetzt doch der rechte Glaube fehlt. Da scheint nicht mehr viel zu kommen. Da lässt ihn nicht mehr raus! Bleib vorne stehen! Bleib stehen, vorwärts! Mal wieder ziehen! Nur noch aufs Bein, oben anbräuchen. Links rum raus, in die weiße Ecke, jawohl. Und den Kick mitnehmen, komm, komm, hol ihn wieder. Wenn er offen ist, kommt direkt, direkt. Du stehst falsch. Hol den Kick. Ja, schön, das ist angebracht. Was soll man dazu sagen? Da hat Klaasen in den Schlusssekunden, in den letzten vielleicht 15 Sekunden nochmal aufgedreht und hat es dann tatsächlich noch geschafft, M wieder zu beeindrucken. Na, der ist noch ein bisschen wackelig auf dem Bein, wie es ausschaut. Aber das wird wohl alles nichts mehr genutzt haben. Der Kampf dürfte nach Punkten klar und deutlich weg sein. Wie gesagt, ein anderes Ergebnis hätte mich auch verwundert und wohl auch jeden Zuschauer hier im Publikum und auch Sie an den Bildschirmen hätten sich sicherlich gefragt, was bei einer anderen, beim anderen Ausgang hier los ist. Aber einwandfrei verdienter Sieger nach Punkten M. Bieder von Golden Dragon Basel, Schweiz. J'ai été champion du monde. Une ceinture que je vous ai présentée en décembre dernier. Et la grande nouvelle cette année, c'est que je suis de nouveau champion du monde, version WKA. Un combat qui vous a été diffusé sur Canal. Et tout ça, naturellement, sous les couleurs du pays. La fédération, donnant un temps limite pour la remise en jeu de mon titre, mon entraîneur, ici présent, a dû faire une demande de temps supplémentaire pour que les autorités camerounaises puissent décider quand est-ce qu'ils peuvent organiser la remise en jeu de ce titre, avec naturellement l'appui du ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Michel Zoa. Je remercie le président de la Fédération camerounaise de kickboxing, M. Emmanuel Essissima, pour son travail. Et j'espère que le public camerounais pourra donc très bientôt me voir sur le ring à domicile. Une chose est sûre, je suis champion du monde et coûte que coûte, je vais le rester pour tous les Camerounais et pour moi. Merci. Merci.